mit Vorliebe Leute in mein Unternehmen einstelle, die egoistisch sind. Aber letztendlich muss man sich eingestehen, wir Menschen sind alle egoistisch. Leidenschaft ist das, was uns vom Herzen her antreibt. Und wer aufhört zu lernen, der hört auch auf zu verdienen. Was müsste man denn mitbringen für Voraussetzungen, damit man sich in den Dienst eines anderen stellt? Naja, man muss ehrlich sein. Und man, wie du schon sagtest, man muss sich seiner eigenen Motive auch ganz ehrlich bewusst sein. Ja. Das Problem ist natürlich, dass viele sagen, ach, dann bin ich gesellschaftlich geächtet, wenn ich sage, ich mache das eigentlich nur aus Egoismus heraus. Ja. Aber letztendlich muss man sich eingestehen, wir Menschen sind alle egoistisch, ja. von der Geburt bis zum Sterben. Und das muss auch so sein. Wir haben unseren gewissen Überlebenssinn, das hat Reinhold Messner mir auch gesagt, und das Glücklichsein erfordert auch einen Egoismus, weil ich die Unabhängigkeit von anderen Menschen brauche. Und wenn ich immer nur auf andere zählen muss, damit es mir gut geht, dann bin ich sehr, sehr schnell verlassen und unglücklich. Mhm. Deswegen glaube ich, man darf ruhig egoistische Ziele verfolgen, kann trotzdem gleichzeitig Menschen helfen. Ich bin selber ein gutes Beispiel dafür, weil ich öffentlich dazu stehe, dass ich Menschen gar nicht helfen möchte. Aber es ist ein Abfallprodukt meiner Arbeit. Dadurch, dass ich ein Buch geschrieben habe und ein Erfolgmagazin rausgebe und öffentlich Reden halte und so weiter und so fort. Es gibt sogar eine Videoserie mit mir. Okay. Dadurch helfe ich ja automatisch Menschen. Die bestätigen mir das auch jeden Tag. Und die Leidenschaft steht ganz am Anfang. Noch bevor wir über Geld und Disziplin und all diese Dinge reden, müssen wir auf ein Spielfeld, wo wir uns, du musst mir die Uhr auch zeigen. Du musst sie irgendwie, genau, ja, so musst du die festhalten jetzt. Leidenschaft ist das, was uns vom Herzen her antreibt. Das ist das, was dich in schwierigen Situationen weitermachen lässt, weil es für dich eine Traumerfüllung ist. Weil es für dich genau dein Spielfeld ist, wo du die Zeit vergisst, wo du Energie entwickelst, etc. pp. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit den Kaulitz-Brüdern, weil die genau das gemacht haben. Sie haben sich nicht an Logik gehalten, sie haben sich nicht an irgendwelche bewährten Konzepte gehalten, sondern sie haben gesagt, wir wollen Musik machen, wir wollen Kunst machen im weitesten Sinne. Das ist das, womit wir im Leben vorankommen wollen. Und wenn wir das nicht machen dürfen, dann ist alles andere auch unwichtig. Zum anderen wirst du generell immer für dein Wissen bezahlt. Beziehungsweise für das Wissen, was du in die Tat umsetzt natürlich. Aber die Leute, die immer auf demselben Wissensstand bleiben, wie sie mal irgendwann aufgehört haben, in der Schule zu lernen oder im Studium oder wie auch immer, die werden auch letztendlich nicht viel mehr Geld verdienen in ihrem Leben. Die werden ein paar Gehaltserhöhungen kriegen, ist klar. Die werden auch inflationsangepasste Gehälter bekommen und so, ist auch klar. Die bekommen aber nie den großen Sprung, weil der große Sprung dann stattfindet, wenn du mehr Wissen aufbaust. Davon spreche ich ja auch in meinem Buch Ego. Wenn du Insiderwissen aufbaust, auch über verschiedene Branchen, verschiedene Themen und dieses Wissen dann einsetzt, um eben auch sehr viel mehr Geld oder Umsatz machen zu können. Ne? Das ist also ganz, 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 ganz entscheidend. Und da helfen Bücher, die aus dem Campus Verlag, genauso natürlich wie die von der Münchner Verlagsgruppe, insbesondere Finanzbuch Verlag, wo ja auch meine Bücher erscheinen. Ne? Und das ist also, wer aufhört zu lernen, der hört auch auf zu verdienen. Aber immerhin 71% sagen, ich mache hier das, wofür ich eingestellt wurde, und das war es dann auch. Dadurch kann natürlich kein Unternehmen prosperieren. Das merken wir leider eben auch so ein bisschen im stagnierenden Deutschland. Und das Gegenteil sehen wir, wenn wir zum Beispiel Silicon Valley Unternehmen und so weiter anschauen. Und da habe ich die Lösung für mich, also auch schon lange gefunden, ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig, dass ich mit Vorliebe Leute in mein Unternehmen einstelle, die egoistisch sind. Was habe ich dadurch für einen Vorteil? Es muss natürlich ein beiderseitiger Vorteil sein, das ist klar. Warum kommt der Arbeitnehmer zu mir und bewirbt sich bei mir? Weil er ein Samariter ist und irgendwie mir helfen will oder weil er eigentlich ein Gehalt verdienen will, er will sich ein schönes Leben machen, will im Optimalfall einen Beruf ausüben, der ihm wahnsinnig viel Spaß macht und so weiter und so fort. Das ist sein Ziel. Was ist mein Ziel? Ich will natürlich einen engagierten Mitarbeiter. Ich will nicht nur so einen Dienst nach Vorschrift Mitarbeiter. Sicherlich, es gibt irgendwelche Bereiche, jeder hat das, Lagerwirtschaft oder wie auch immer, Regale einsortieren. Da braucht man jetzt vielleicht nicht so die große Leidenschaft für. Aber ein Unternehmen lebt und wächst ja davon, dass Leute sich Gedanken machen und dass sie sich engagieren und dass sie ein paar neue Ideen mit einbringen, mit denen wir neues Geld verdienen können. Und
Deswegen habe ich lieber einen Egoisten, der sagt, ich will hier Ziele erreichen. Ich will hier Kohle verdienen, ich will ständig Gehaltserhöhungen haben. Ich will einen Beruf machen, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich will mich kreativ ausleben, zum Beispiel. Und das sind alles vier Punkte, die ich sehr, sehr gerne höre, weil die spielen ja mir in die Karten. Natürlich, wenn der dafür sorgt, dass sich unsere Produkte besser verkaufen, dass wir draußen ein besseres Standing haben und so weiter, natürlich gebe ich dem eine Gehaltserhöhung. Wenn der abends eine Stunde länger bleibt, weil er engagiert an einem neuen Produkt oder Projekt arbeitet, natürlich bekommt der Gratifikationen und Sonderleistungen. Natürlich versuche ich dem irgendwie auch noch so ein bisschen das Leben schöner zu machen. Das ist ja nur im beiderseitigen Interesse, weil sobald ich einen guten Mitarbeiter gefunden habe, will ich den ja auch behalten. Der soll dann ja nicht mit seinem ganzen Engagement und seinem Wissen, insbesondere Wissen, dann zur Konkurrenz gehen. Das will ich natürlich auch nicht.